Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wie ihr sicher wisst, habe ich auf dem Kanal in der Regel 6 große Let's Play-Projekte am Laufen, die immer parallel hintereinander im bestimmten Rhythmus mit bestimmten Pausen hier laufen, aber langfristig kontinuierlich bedient werden. Und eines dieser Projekte ist noch offen und noch unbesetzt, beziehungsweise es gibt noch keinen Plan dafür. Und das ist das Projekt, was ich reserviert habe für Wirtschafts- und Aufbauspiele. Das letzte Mal hattet ihr Patrizia 2 hier ausgewählt und es ist Zeit, ein neues Projekt hier zu wählen. Und dafür dürft ihr wieder abstimmen, denn es gibt 4 Sachen diesmal, die mich sehr interessieren würden und zwischen denen ich mich nicht wirklich unterscheiden kann. Und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Also fangen wir einfach mal an. Die erste Möglichkeit ist Life is Feudal Forest Village. Begonnen als ziemlich frecher Klon von Banished, wurde das Spiel immer besser. Eine lange Early Access Phase, inzwischen ist es released und wird aber nach wie vor unterstützt und verbessert. Sie arbeiten an neuen Features und so weiter, also inzwischen ist es meines Erachtens ein richtig gutes Spiel geworden. Ich glaube sogar fast herausfordernder schon als Banished. Und ja, was ich dann auch gemerkt habe beim Spielen, die Immersion ist irgendwie deutlich größer, weil durch die tolle Grafik man sehr nah ran kann an die Figuren, in die Ortschaften rein, an die Produktion ran und so weiter. Das ist alles sehr atmosphärisch, zusammen mit den verschiedenen Lichtstimmungen und Wettereffekten. Ja, also, es wäre eine Möglichkeit, dass wir das hier spielen, ohne jetzt irgendein Riesenziel auszugeben. Aber ich denke, eine florierende, größere Siedlung, die in der Lage ist, vielleicht als krönender Abschluss eine Burg auf einem Hügel zu bauen und zu unterhalten. Alle Gebäude sollten gebaut sein. Das ist so ein bisschen das, was ich mir hier vorstelle. Das ist wie bei vielen anderen dieser Art Projekten bei mir sehr mit Details, mit Slowplay, mit Schönbauen auch verbunden. Also eine gemütliche Runde Life is Feudal Forest Village wäre die erste Möglichkeit. Das zweite wäre City Skylines. Ein Spiel, was sich ja auch schon gravierend verändert hat seit dem Release. Seitdem ist viel geschehen. Insbesondere, was ich schön finde, sind dieser europäische Stadttypus, der jetzt auch so mit durchgehenden Straßenzeilen mit älteren Gebäuden möglich ist. Das führt dazu, dass man sehr schön authentisch wirkende Städte bauen kann. City Skylines ist ja nun nicht wirklich ein Spiel, das sehr schwer ist, wo man so extrem optimieren muss, um eine laufende Stadt hinzubekommen. Außer natürlich, wenn man hat irgendwie was ganz Besonderes vor will, eine bestimmte Bevölkerungszahl in riesige Größenordnung erreichen, da muss man natürlich optimieren. Aber ansonsten ist es eher auch so ein Wohlfühlaufbauspiel, so würde ich es bezeichnen, wo man, und das würde ich dann auch tun, eher einen Blick auf, ja, die Ästhetik, die Schönheit, die Authentizität, die Frage, ja, wie sieht eigentlich eine authentische Stadt, ein authentisches Stadtbild aus. Man würde über Vororte nachdenken, vielleicht über Dörfer drumherum, solche Sachen. Und es wäre auch ein Let's Play, glaube ich, wo ihr als Zuschauer stärker eingebunden wäret mit Vorschlägen, Ideen und so weiter und so fort. Ja, das ist das eine. Also das ist das zweite, besser gesagt. Das dritte wäre Transport Fever. Das ebenso wie City Skylines natürlich wunderschön anzuschauen ist, gerade wenn man den Dampflokomotiven folgt oder den ersten Flugzeugen zuschaut, wie sie im gleißenden Sonnenlicht starten. Wunderschön. Aber hier liegt natürlich der Reiz vor allem darin, elegante Lösungen für logistische Probleme zu finden. Das macht durchaus großen Spaß. Ich habe mir aber dabei noch was Besonderes überlegt, was ich dort machen würde. Bei Transport Fever ist es ja so, dass es sich durchaus lohnt, ja, viele einzelne Streckenabschnitte zu bauen, viele Gleise zu verlegen, um die Zugverbindung effektiv, schnell und so direkt wie möglich zu machen. In der Realität ist das ja ein bisschen anders. In der Realität können wir eigentlich einfach die Landschaft verschandeln mit noch einer Trasse und noch einer Trasse, sondern Personenzüge und Güterzüge fahren, soweit ich richtig informiert bin, zu einem übergroßen Teil auf den gleichen Gleisverbindungen. Bloß halt versetzt, das ist ein komplexes System, viele fahren nachts oder halt in derselben Geschwindigkeit dann wie die Nahverkehrszüge und so weiter und so fort. Und logisch,
In der Realität kosten ja der Unterhalt dieser Infrastruktur, der Unterhalt dieser Gleise kostet viel, viel Geld. Insofern kann man die nicht beliebig ausbauen. Das lohnt sich dann auch nicht. Bei Transport Fever ist es meines Wissens anders. Da kosten zwar die Züge Unterhalt, aber die Gleise selbst nicht. Da hat man nur einen einmaligen Betrag zu zahlen. Und insofern lohnt sich das in dem Spiel durchaus. Aber es ist in gewisser Weise ein unrealistischer Punkt. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir als Hausregel stelle, so wenig wie möglich irgendwie Sonderverbindung zu machen für den Gütertransport, sondern so wenig wie möglich Gleise insgesamt zu verlegen und zu versuchen, das so logistisch zu organisieren, dass also auf den gleichen Gleisverbindungen der Personen- und der Güterverkehr laufen wird. Das ist natürlich bei weitem nicht so effizient. Man wird bei weitem auch nicht so viel Geld damit verdienen. Macht die Sache also schwerer. Und außerdem, was ich ganz interessant finde als Nebeneffekt, werden andere Transportformen natürlich wieder relevanter. LKWs, Schifffahrt, Flugzeuge dann für die Personen und so weiter. Also ich glaube, das könnte dem Ganzen noch einen besonderen Spin geben. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das wäre also der Ansatz für dieses Let's Play-Projekt. So, und der vierte Kandidat, der ist erst kürzlich in meine Liste gerutscht, muss ich zugeben. Und zwar seitdem oder nachdem ich das Video für Anno 1800 gemacht habe, habe ich doch Lust bekommen, mal wieder ein altes Anno zu spielen. Habe Anno 1404 Venedig installiert und habe gemerkt, dass ich damals eigentlich nur die Kampagne durchgespielt habe von Anno 1404, aber niemals ein Sandbox-Spiel, zu meiner Schande. Und das könnte ich sozusagen in diesem möglichen Let's Play nachholen. Ich würde also Anno 1404 Venedig in einer schwierigen Sandbox-Kampagne spielen oder Szenario spielen, das heißt die größtmögliche Welt. Ich würde allerdings nicht, ich würde die KI-Gegner so auswählen, dass wir nicht ein kriegerisches Match haben werden. Und ansonsten wird das sicher auch kein Spiel werden, wo ich jetzt ja irgendwelche extremen Dinge dort erreichen möchte, sondern es wird ein gemütliches Aufbauspiel sein. Es soll natürlich funktionieren. Wir wollen groß werden, wir wollen möglichst alles oder viel bauen, aber durchaus auch auf ästhetische Dinge, auf Schönbau achten. Also es ist eher dann eine Mischung aus Schönbau und Effizienz, soweit das bei Anno überhaupt möglich ist. Ja, Leute, das sind die vier Möglichkeiten, die für euch zur Auswahl stehen. Wir machen es mit der Abstimmung so ähnlich wie beim letzten Mal, ein bisschen anders. Link ist in der Videobeschreibung und ihr vier Spiele stehen insgesamt zur Auswahl. Ihr könnt zwei Stimmen abgeben, müsst es aber diesmal nicht, sondern könnt auch eine Stimme abgeben, also eine oder zwei Stimmen. Also derjenige von euch oder diejenigen, die genau wissen, was sie wollen, können eben die eine Stimme abgeben, pushen natürlich ihren Kandidaten dadurch noch ein Stück weit mehr. Die sich selber auch nicht entscheiden können oder die sagen, ach, beide Varianten sind gleich toll für mich. Die haben die Möglichkeit, zwei Stimmen abzugeben. Ja, die Deadline ist ein bisschen nicht ganz so kurzfristig wie beim letzten Mal. Steht dann aber auch in der Abstimmung oder in der Videobeschreibung. Und losgehen wird das Let's Play dann, das kann ich jetzt schon mal sagen, in der übernächsten Woche. Ich weiß, ich habe im Moment nicht hundertprozentig im Kopf, wann das neue DLC für City Skylines rauskommt. Das würde ich natürlich dann noch mitnehmen wollen und entsprechend warten wollen. Also davon ist das noch ein bisschen abhängig. Aber so, damit ihr eine ungefähre Orientierung habt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr entscheiden werdet und freue mich dann schon auf dieses neue Projekt. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinmal.